Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft. Mal, ich wollte schon wieder Modsetzer sagen. Tech World 2, so. Ja, ich war jetzt offscreen nochmal ein bisschen was farmen. Musste meiner eigenen Gedächtnis eingeben, bin gestorben. Hab ein bisschen noch sowas weiter jetzt angefangen und sogar noch zwei Dias hingekoscht. Aber naja, hab mir hier so eine kleine Hütte schon mal hingebaut. Würde ich auf jeden Fall so ein bisschen hier ausweiten lassen, vielleicht sogar über dem. Ah, das wollen wir. Das könnte eigentlich gut aussehen, wenn wir hier so einen Riesenplatz machen und sogar da drüben noch was über den See. Ja, ich werde vielleicht mal einen Livestream weitermachen, aber naja. Auf jeden Fall, wir wollen jetzt auch noch ein paar mehr Ressourcen bekommen. Und dafür hatte ich mir überlegt, machen wir uns eine. Da wir das Glück schon haben, eine Mining Turtle. Was brauchen wir für die Mining Turtle? Wir brauchen erstmal eine Diamantspitzhacke. Da haben wir zum Glück 3 Dias. Wir brauchen eine Turtle, die wird aus einem Computer gemacht, die aus Cleanstone und einer Glasscheibe gemacht wird. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt mal gerade ein bisschen Sand farmen. Da hatte ich ja zum Glück da vorne mal eine kleine Farbstelle gehabt. Ich bin jetzt auf jeden Fall mal in die eine Höhle runtergegangen und konnte zum Glück nochmal meine Sachen retten. War auch wieder richtig doof, wieder richtig typisch Dorsch, denke ich nur, ja komm, schaffst du noch, das ist nur das Skelett. Hüpf runter zu dem Skelett, dann war das passiert. Natürlich war bei dem Skelett dann noch ein Creeper und ein Zombie. Ich denke nur, nein, okay, das kannst du schaffen, das kannst du schaffen. Alles passiert, Deutsch hat es nicht geschafft. Und zwar hatte ich dann folgende Situation. Creeper will sich sprengen, ich schlage ihn zurück, genau Richtung Skelett. Skelett schießt es zu mir und kaboom. Der Zombie stand eigentlich nur so direkt daneben und hat einfach nur zugeguckt. Man hat sich bestimmt nur gedacht, ey, was ist denn das für ein Vollidiot? Also, ich werde mir auf jeden Fall so versuchen, die Tür zu benutzen. Wie gesagt, ich habe die Kohle angetan. Ich werde mir auf jeden Fall so eine Schandhalle machen für jeden Tod, den ich habe. Wir könnten ja schon mal in der Zeit, wo das schon mal am Arbeiten ist, machen wir schon mal die Truhe. So. Glas ist am Schmelzen. Machen wir schon mal die Diaspitzhacke. So, das ist soweit schon mal fertig. Jetzt brauchen wir da den Computer noch und das Eisen. 3 haben wir, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 müssen noch schmelzen und 7 Cleanstones. Ja. Und wieder zurück am Anfang. Speisen wir das direkt nach. Haben die Glaspanes. Ich glaube, den stelle ich mal lieber nach draußen ins Licht. Ich glaube, da wachsen die schneller. Löscht er bei mir dann mal so was aus. Auch die hier bekommen noch was Licht. Und mach dann hier hinter auch nochmal was Licht. Das wird auf jeden Fall nochmal hier ein bisschen planiert. Ich will jetzt auf jeden Fall mal hier den Rubber Tree. Das ist auch nicht das finale Haus, also es wird noch irgendwie schöner aussehen. Das ist auf jeden Fall erstmal so eine billige Unterbleibe gerade mal. Ah, warte, das waren nur 4 Eisen. Das sollte schnell, schnell fertig sein. Dachte ich mir. Gut, jetzt kann das nämlich so gemacht werden und dann fehlt eigentlich nur noch der Computer. Okay, da ist schon ein Robot-Sampling. Ich werde das Ganze dann auch vielleicht mal so auf und zu auf einem kleinen Server ziehen, dass ich
dann mit einem Kumpel mal irgendwie zusammen ein bisschen Scheiße bauen kann. Das wird dann auch wahrscheinlich dann ein bisschen haken, weil ich kann mir momentan keinen Server leisten. Das würde ich dann wahrscheinlich auf einem kleinen Hamachi-Server laufen lassen, auf meinem Laptop. Also bitte ich das Ganze mal jetzt so ein bisschen schon mal zu verzeihen, aber da ja, ist ja noch nicht passiert. Also es wird nicht komplett alleine sein. Okay. Fangen wir mal den Oakwood. Holz kann man momentan immer gebrauchen. Nur scharf. Mäh. So, also jetzt machen wir das einmal so. Computer. Eisen, Truhe, Turtle, Diamond Pickaxe, Mining Turtle. So, ich würde ja eigentlich gerne schon eine Goldchest dem mitgeben, aber wir haben dafür nicht genug Gold und das würde ich mir dann noch aufheben. Ich messe mal. Ich gebe den jetzt 30 Kohle mal mit. Das sollte, glaube ich, auf jeden Fall in Chunk-Reichweite. Ah, komm, machen wir mal hier. Label Set. Durch 1. Ah, da fehlt das Leerzeichen. Geben wir dem die Kohle. Refuel all. Ich mache das auf jeden Fall so ein bisschen unterirdisch. Ich will das auf jeden Fall nicht hier alles direkt zeigen. Aber weißt du was? Ich mache dir mal jetzt einfach deine Doppeltruhe hin und misste das dann ab und zu mal aus. Nee, schaff, du kommst nicht rein. Ich glaube, das Schaf ist gerade gegen. So, jetzt hat er deine Truhe und jetzt machen wir einfach mal Excavate 5. Bekommen wir nochmal was her, oder? So, und was können wir in der Zwischenzeit machen? Ich wollte gerade sagen, schaut, das ist mein Eingang. 15 Glasscheiben, die tue ich mal weg. Jetzt können wir was vor uns machen. Darts, okay. Mit Pfefferkern und einer Feder, Ja, es ist für mich teilweise ein bisschen, weil ich wieder direkt am Anfang bin, aber nicht so wirklich weiß, was ich machen soll. Sollen wir das Meltery machen? Ich schau mal, ob ich hier Nähe Clay habe. Wenn ja, dann machen wir jetzt als nächstes die Smeltery. Ich habe hier jetzt im Rücken Fluss. Da sollte Clay eigentlich häufig auftauchen. Ja. Zum Glück gibt es da diese wundervolle Regel, in Flüssen taucht Clay richtig oft auf. Ich lasse sie mal laufen. Ich will mich jetzt aber nicht so weit wegbewegen wegen der Turtle. Hier ist auch schon Clay, perfekt. Was ist das da? Da ist ein Pimmel, okay. Aber eindeutig zu wenig Clay für. Für den Smeltery, dann machen wir das anders. Dann weiß ich, was wir jetzt schon machen. Dann fangen wir schon mal ein bisschen mit Thermal Expansion an, damit wir schon mal die Grundgeräte haben. Vielleicht kriegen wir die sogar schon hin. Das brauche ich auf jeden Fall irgendwie nochmal zu oder keine Ahnung, was ich da mache.
Au. Na, geh. Ich stehe mich gleich auf jeden Fall schlafen. Okay. Und mach jetzt mal das Thermal Expansion. Und zwar brauchen wir als erstes ein Steam Dynamo. Dafür brauchen wir 3 Kupfer und Copper Gear. Geht die Buildcraft-Version. Wir machen die Funksandin-Version mit einem Iron Ingot. Wir legen uns auf jeden Fall etwas schlafen. Das heißt, wir brauchen 2 Iron, 1 Silber, 3 Redstone und 11 Copper. Reicht das an Kupfer? Natürlich nicht. Was brauchen wir für Redstone? Da auch noch Copper und wir holen uns noch ein bisschen Kopf aus der Höhle. Hatten ja hier vorne auch noch einen Zugang. Ich habe keine Frage. Hau bloß ab, du Scheißvieh. Nein, ich will nicht kuscheln. Boah, hat der mich geschockt. Ey, da gehe ich nicht rein. Das könnte vergessen. Alter, ey, ich spring mich hier echt noch selbst um. Boah, wie der mich aber auch erschrocken hat, das ist unglaublich. Okay. Wieder ein Zombie oder was? War das hier schon mit dir da ein Zombie drin? Irgendwie habe ich schon gefühlt, hier ist ein Zombie-Spawner. Und irgendwie habe ich ein Gefühl, ich sollte mir echt eine Rüstung machen. Und irgendwie habe ich auch wieder ein Gefühl, ich bin falsch gegangen. Ah, ich brauche noch nur was Kupfer. Ist hier nichts mehr an Kupfer? Was sind das da für Büsche? Hin und hin. Komm, nehmen wir schon mal was Zertes Quarz mit. Wer weiß, wie schnell wir es brauchen können. Boah, ich erschrecke mich sogar schon vor Wasser, das ist teilweise eine Marge. So unglaublich, wie schreckhaft ich teilweise bin. Ach, müssen wir irgendwie schauen, dass wir an Kupfer rankommen. Aber ich glaube, ich muss halt teilweise noch mal ausgiebig ein bisschen farmen gehen. Weil so gibt das eindeutig keinen. Gut, Leute, ich werde mich auf jeden Fall jetzt hier AFK hinstellen. So ein Game Mode, sodass ich hier keinen Hunger verliere. Ich hoffe, das geht für euch klar. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Freut mich, dass ihr da zugeschaut habt. Über eine Bewertung würde ich mich freuen. Und wir sehen uns dann wieder. Gebt mir auch ruhig ein paar Tipps, wovon ich Angst weiß. Ich meine, ich kenne schon vieles, aber gibt auch Sachen, die ich noch nicht kenne. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Minecraft Tech World 2. Bis dahin, tschüss.